Was geht, Black Panther Community? Hier ist endlich das Statement, auf das so viele von euch gewartet haben. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich das ein paar Tage nach meiner Entlassung machen werde. Wir hatten den Monat Ramadan, den wollte ich mit der Familie ein bisschen verbringen. Und man hat ein bisschen generell so, um das mal vorsichtig auszudrücken, so in meiner Gegend gibt es gerade sehr, sehr viel Stress. Es gibt Phasen und Zeiten, da setzt man sich gerne vor die Kamera, steht gerne vor der Kamera, macht gerne Videos. Dann gibt es, finde ich, auch wiederum Zeiten, wo man halt mehr für die Familie und mehr für seine Jungs da sein muss. Und das war gerade so eine Phase. Bevor ich zum eigentlichen Statement komme, wirklich auch nur Liebe an meinen Bruder Sly, den habt ihr jetzt auch schon kennengelernt, und mein Kameramann Hendrik. So, das, was die beiden da gemacht haben in der Zeit, in der ich drinne saß, ist nicht selbstverständlich. Und wirklich nur Liebe an die Bantu Nation, an Nu und an Des. Auch vielen, vielen, vielen Dank an Nemo und an OG. Ich habe das alles mitgekriegt von drinne, dass ihr mich supportet habt, immer dieses Free Panther, sowas hat Kraft gegeben. Und dahingehend wirklich nur Dank an euch. Und auch natürlich tausend Dank an meinen Sponsor Black Punk. So, das haben sehr viele bis jetzt noch nicht verstanden. Das ist nicht meine Eigenmarke, nicht mein Energy-Getränk. Das ist mein Sponsor, der mich auch finanziell unterstützt. Und wirklich vielen, vielen Dank. Ich schwöre, Jungs, ich schieße für euch. Für das, was ihr für mich getan habt, so dass man gesagt hat, okay, der Junge ist in Haft, wenn er rauskommt, wir bleiben trotzdem dran, der Vertrag ist trotzdem da, wir supporten dich. Und sowas ist natürlich nicht selbstverständlich. Und dann geht nur Liebe auch für euch. Und den allergrößten Dank spreche ich natürlich an meine Community aus, weil das ist für mich auch nicht selbstverständlich so. Diese Nachrichten, die ich bekomme, mit denen ich draußen bin, so diesen Support, den ich gespürt habe, sowas gibt Kraft und sowas gibt auch natürlich Bock auf mehr. So, viele fragen sich, wie es natürlich weitergeht jetzt, und die Antwort ist ganz klar, es geht 100.000% weiter mit dem Kanal. 100.000%, inshallah, jetzt besser als je zuvor. Es gibt mehrere Formate, die ich geplant habe. Sehr viele Sachen, über die ich mir jetzt Gedanken gemacht habe. So, ich will jetzt nicht auf alles drauf eingehen. Das sind so Sachen, lasst euch überraschen. Aber wie gesagt, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Es kommen sehr viele Sachen auf euch zu. Und für alle, die es bisher noch nicht getan haben, folgt mir auf Instagram. Da bleibt ihr aktuell, da bleibt ihr auf dem Laufenden. Da könnt ihr sehen, wen ich bisher noch interviewt habe, was demnächst auf euch zukommt. Folgt mir auf Insta, bleibt aktuell. Und die Frage aller Fragen so, zu meiner Story, zu meiner Real-Life-Story, kommt da was auf euch zu. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich, das haben wir jetzt eigentlich auch schon mitgekriegt, ein Mensch, der sich ungern mitteilt, einer, der ungern im Fokus steht. Wie gesagt, so für die meisten meiner Jungs war das überhaupt schon so ein Wunder, dass ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Und ich muss auch sagen, so der einzige Grund, weshalb ich sage, okay, jetzt ist auch soweit, dass ich mich vor die Kamera stelle, ist einfach als Respekt meiner Community gegenüber, weil ich gesehen habe, das sind Leute, Bruder, ich war ein halbes Jahr weg. Ich habe gesehen, ich war nach einem Tag wieder da, Instagram ist explodiert. Jeder schreibt mir, Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg, dir und deiner Familie. Und dem zuliebe, so, das ist der Hauptgrund, weshalb ich sage, okay, meine Real Story kommt demnächst.